kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden. Und gerade darum sind Ihre Spenden so wichtig. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Sie sind mehrfache Lebensretter. Die Frauen und Männer, die oft mehrmals im Jahr Blut für andere spenden und das unentgeltlich. Rund 80 von ihnen wurden Mitte März im Van der Valk Hotel in Dahlewitz vom Deutschen Roten Kreuz ausgezeichnet. Sie hatten im Vorjahr ihre 50. oder 75. Blutspende hinter sich gebracht. Insgesamt waren es 170 Spender im Kreisverband Fläming-Spreewald. Wenn Sie heute für 50 oder 75 Spenden ausgezeichnet werden, haben Sie mindestens 150 bis 210 oder 220 Patienten geholfen. Das ist also immens, was Sie im Prinzip geleistet haben. So I say thank you for the music, for giving it to me. Etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung Deutschlands kommt als Blutspender in Frage. 10% von diesem Drittel spenden tatsächlich, also nur ein kleiner Teil. Aus dem DRK-Kreisverbandsgebiet aus Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald kamen 2016 an 318 Blutspendeterminen über 16.300 Konserven mit 8.168 Litern Blut zusammen. Vielen Dank, alles Gute für uns. Also ich spende Blut seit meinem 18. Lebensjahr. Da war ich noch in der Ausbildung und es ging über meinen damaligen Betrieb, wo ich auch gelernt habe. Und da konnte man während der Arbeitszeit noch spenden zu dieser Zeit. Ja, wenn dann richtig. Mit 17 Jahren habe ich mir das gewünscht, mit 18 spenden zu dürfen, weil ich das als Humanismus empfunden habe, was zu tun für die Menschheit. Die eigenen Kinder, für die eigene Familie und habe das durchgezogen, trotz Geburten, trotz Krankheiten, trotz Operationen immer wieder gegangen. Ich habe auch eine seltene Blutgruppe und bin daher immer gefragt, dass ich auch Sonderaufforderungen kriege und weiß eben, dass mit meiner Blutspende ganz viel getan werden kann. Es gibt im Prinzip alles, was gut ist, egal ob das die Blutgruppe A, B, 0 oder AB ist. Alles wird entsprechend gebraucht. Innerhalb eines Jahres können Männer bis zu 6, Frauen bis zu 4-mal Blut spenden. Das Mindestalter liegt bei 18, die Obergrenze bei 72 Jahren. Erstspender dürfen nicht älter als 65 sein. Wer selbst Blut spenden möchte, findet alle Termine auf blutspende-nordost.de.